Und jetzt der Geschäftsmann sein. Mein Ding von früher Abend, der kam ich hier. Ja, schimpfe, das soll mir nicht sagen, Kornstein. Jeden Tag geht es so, ganz klar. Ob wir aufhaben oder nicht aufhaben, deswegen kommt doch kein Mensch. Das habe ich schon gerne in aller Frische addieren. Deshalb können wir unsere Schulden doch nicht bezahlen. Du Karl, den wie viel haben wir denn eigentlich heute? 26. Karl, ja. Ich habe dich gefragt, den wie viel denn, dass wir heute haben? Wenn der Kalender nicht nachgeht, den 17. Sag mal, was ist denn mit dir eigentlich los? Der lässt sich nicht aus der Ruhe bringen. Kannst du das nicht etwas schneller sagen, hä? Natürlich kann ich. Der 17. Aber schließlich muss ich es doch jetzt selber wissen. Ja, das ist ja... Was? Der 17. ist heute? Natürlich. Ja, um Gottes Willen, da fällt mir ein, da sind ja heute 50 Mark Miete fällig, die wir unserem Hauswirt schuldig sind. Wenn schon. Ja, wenn schon, sagt er auch noch dazu. Also, dich lässt das einfach alles kalt. Du lässt dich überhaupt nicht aus der Ruhe bringen. Nein. Nein, ja, ja, das kenne ich schon. Wenn man bloß dich um etwas fragt, dann weiß man von vornherein schon, dass man keine Ich kann doch nichts dafür, dass der Kalender hinter mir hängt. Na ja, dann muss es halt ändern. Halt, da habe ich eine fast ausgezeichnete Idee. Wie wäre es, wenn man da drin einen Spiegel aufhängen würde, dann zeigt sich der Kalender im Spiegel drin. Ja, das ging auch, aber bloß welchen Spiegel nehmen wir denn da? Spiegel, Spiegel. Dann nehmen wir gleich den aus unserem Salon. Der ist schon ziemlich abgenützt. Frage, das gute Stück von der Tante Amalie, die wird sich ja im Grabe umdrehen, wenn sie das wüsste. Na, wenn sie ja niemand sagt, dann braucht sie sich nicht umdrehen. Du willst mich ja nicht verstehen. Ja, meinst du jetzt hier an diese Wand? Ja, daher, und da spiegelt sich der Kalender da im Spiegel ab, ne? Ja, ganz klar. Na ja, also gut, dann holst du den alten Spiegel von da drüben, den kauft er doch kein Mensch. Ja, das können wir machen. Also, wenn ich bloß dran denke, dass du den schönen Spiegel vom Salon nehmen wolltest, wie kann ein Mensch nur so pietätlos sein? Was heißt pietätlos? So, so Karl, jetzt noch ein paar feste Schläge. Denn so ein Spiegel muss festhängen, weißt du? Ja. So, jetzt genügt's. Ja, ich glaube auch. Na ja, werden wir mal sehen. Na, siehst du jetzt was? Ist noch nichts Richtiges. Ja, höher, da muss höher. Na, höher. Tiefer muss ich, nicht höher. Dann geht's tiefer. Jetzt seh ich's. Was ist? Den Kalender? Nein, mich. Ja, das kann ja gar nicht anders möglich sein. Jetzt seh ich's erst. Der Spiegel ist ja viel zu groß. Der Kalender zu klein. Das muss möglich sein. Müssen wir etwas anderes raussuchen. Frau Bechkopf, hier sind die neuen Sachen. Ja, die stellst du da auf den Tisch her, da geh her. So, und jetzt gehst du dann über und holst mir mal den kleinen Spiegel raus, der da unter dem Ladentisch liegt. Pass mal auf, mit dem kleinen Spiegel, da wird es bedeutend besser werden. Fürs Sehen. Sehen. Na, ist jetzt besser? Noch nichts. Jetzt haben wir beinahe den 17. Ja, wieso denn nur beinahe? Weil ich es noch nicht ganz sehen kann. Ah, jetzt haben wir genau den 17. Zu umständlich. Das können wir nicht machen. Ja, das ist ja auch viel zu kompliziert. Jetzt lass die ganze Geschichte und geh lieber her zu mir. Das machen wir was anderes. Wir nehmen uns eine andere Wohnung. Ach, eine andere Wohnung. Unsinn. Moment mal, meine Herrschaften. Ja, den schauen. Was will denn der? Da siehst du altes Kamel, du altes. So macht man's. Ja, so geht's auch. Ja, ja. Jetzt kommen wir, jetzt richten wir mal die Sachen ein, die neuen. Bitte, die geht hinaus. Die schöner passen. Marsch. So. Säumen wir da ein. Ach Gott. Die 50 Mark. Jetzt fallen mir schon wieder die 50 Mark ein. Wenn ich nur wüsste, wie ich die 50 Mark abtreibe. Aber kein Mensch hat Geld. Ich wüsste, wer Geld hat. Ich wüsste. Du weißt es? Ja. Ja, dann sag's doch. Die städtische Sparkasse.
Ja, die Sparkasse, aber doch nicht für uns. Stimmt, ja, da habe ich nicht dran gedacht. Und alles deshalb, weil das Geschäft nicht geht. Ja, es ist ja auch kein Wunder, dass das Geschäft nicht geht. Kann ich machen. Weil du kein Geschäftsmann bist, deshalb geht es nicht. Weil du absolut kein Geschäftsmann bist. Und weißt du auch, warum du nichts verkaufst? Ja, das kann ich dir sagen, weil kein Käufer kommt. Nein, das ist ein Schmarrn, weil du kein Verkäufer bist. Deshalb, ja. Da schau dir doch das ganze Klump an. Ja, seit Jahren ja. Hängt's rum und kein Mensch kauft was. Ja. Das könnte schon bei einer Jubiläum feiern. Ja. Du verkaufst ja nichts. Ja, ich kann's ja nicht selber kaufen, wenn niemand kommt. Du bist ja ein Trottel. Ich hab das doch schon so oft erklärt. Du musst nur ein guter Verkäufer sein. Schau, wenn zum Beispiel ein Kunde kommt. Naja, wenn, aber es kommt ja keiner. Naja, ich meine ja nur, wenn einer kommt. Wenn zum Beispiel ein Kunde kommt und will ein Ding, einen, was sag ich, was weiß denn ich? Ja, ich weiß auch nicht, was er will. Naja, hier, da, und will zum Beispiel eine Klarinette kaufen. Da haben wir schon. Die? Naja, so eine kleine Klarinette um 2,50 €. Dann musst du so ein guter Verkäufer sein, dass du dem Kunden statt der Klarinette einen Frack für meinetwegen 30 oder 40 Mark verkaufen kannst. Ja, das musst du können, Karl. Du musst so ein guter Verkäufer sein, dass es dem Kunden das Gegenteil von dem verkauft, was er haben will. So. Ja, das geht nicht anders. Also, ich glaube, ich gehe jetzt schnell zur Frau Bunzel rüber, hä? Und schau mal, dass ich die 50 Mark bekomme. Ja, ja, das ist. Und du räumst einstweilen die Sachen auf und machst alles schön in Ordnung, ja? Alter Hut, ob sowas wieder modern wird, das ist fraglich. Guten Tag. Alter Hut. Ja, alter Hut. Ich wollte, kann ich einen Frack haben? Frack? Ja, ein Frack. Ja, Frack. Ein Frack? Ja, ein Frack, ja. Für was brauchen Sie einen Frack? Für einen Zirkus. Zirkus? Ja, Zirkus. Zirkus? Ja. Zirkus ist doch Musik auch drin, ja, natürlich. Musik. Ja. Habe ich was anderes als Frack? Das vielleicht der. Das haben Sie. Das ist was. Dann ist es auch kein Frack. Eine Klarinette. Ja. Musik und Klarinette, nicht wahr? Ja, sehr schön, aber jedenfalls. Ne? Ein Frack ist mir natürlich lieber im Moment. Ja. Wissen Sie? Ein Frack ist. Und kostet bloß 2 Mark. 2,50 kostet die. Naja, natürlich, aber ein Frack. Und der Frack kostet Ihnen 30, 40 Mark. Ja, wollte ich schon ausgeben. 30, 40 Mark wollte ich ungefähr zahlen. Ja, ist doch ein Preisunterschied, lieber Herr. Natürlich, Meine Frau zum Beispiel sagt, kaufen Sie sich eine Klarinette. Ja, also hören Sie mal hier, Ihre Frau interessiert mich nun gar nicht. Ja, mich auch nicht. Nein, aber mich überhaupt nicht. Also wissen Sie, ich pfeife auf Ihre Klarinette. Ja, ich auch, das ist ja was zum Pfeifen. Ja, das kann ich mir ja vorstellen, dass Bitte hören Sie auf, weil ich selbst eine Klarinette pfeifen kann, aber ein Frack. Was denn Frack? Und der Herr will mir durchaus eine Klarinette antreten. Eine Klarinette! Verstehen Sie, was das heißt? Wenn ich einen Frack habe, kriege ich eine Klarinette. Dann beschwere ich mich bei Ihnen. Ich gehe aufs Finanzamt. Ich beschwere mich bei Ihnen persönlich. Jawohl, ohne hörst du was. Frack haben eine Klarinette antreten wollen. Ja. Ja, jetzt hör mal. Ein solches Viech wie dich habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gesehen. Ja, sag mal, wie kannst denn du dem Mann eine Klarinette verkaufen, wenn er einen Frack haben will? Du hast es ja so haben wollen. Ich hab doch nur gesagt, wenn zum Beispiel ein Mann kommt und eine Klarinette haben will, dann sollst du so tüchtig sein und sollst ihm einen Frack verkaufen. Er wollte aber keine Klarinette nicht haben. Ja, das weiß ich doch. Also, ich kann dich überhaupt nicht begreifen. Du hast immer eine Weltanschauung. Ja, da hast du 50 Mark. Oh. Was ah, nix ah. Das sind die 50 Mark von der Frau Purzel, die hat's uns geliehen. Ach so. Die gibt's jetzt dann dem Hauswirt, wenn er kommt. Das wirst du wohl noch können. Hey, du gibst halt in die Schublade nicht. Nein, nicht hier in die Ladenkasse. Sonst wird's wieder gestohlen, wie schon einmal der Fall war. Dann trage ich's in den Keller. Nun in den Keller? Nein, das steckst irgendwo hin, wo es kein Mensch findet, das sag ich dir. Wohin? Pass gut auf. Wo soll man das hinstecken? Da rein. Da steckt es wo nicht. Jetzt verkaufe ich einen Frack. Und wehe dem, wenn einer eine Klarinette will. So, jetzt haben wir's. Jetzt ist das Essen auch noch angebrannt. Es ist ja auch kein Wunder, wenn man sich mit dir den ganzen Tag rumärgern muss. Wieso mit mir? Ja, natürlich mit dir. Du bist ganz allein schuld, dass das Essen jetzt angebrannt ist. Ich war ja gar nicht in der Küche drin. Ach. Davon ist doch gar nicht die Rede jetzt. Doch, gerade sprichst du vom Essen. Ach, geh, was redst denn jetzt? Du bist schuld und deshalb muss jetzt der Fritz ins Wirtshaus übergehen und muss zwei Schwänzhaxen holen. Und du musst es bezahlen, das sag ich dir. Immer wieder Fritz? Ja. Ja, Ruhe. Sonst zahlen bin ich gut genug. Fritz, komm mal raus. Du gehst jetzt rüber zum Wirt und holst 2 Schwänzhaxen. Immer ich und immer ich. Immer ich und du. Ja, immer ich. Das ist deine einzige Ausrede, ja.
So, jetzt räumst du den Laden schön auf, weil ich mich niederlegen musste. Ich schau dann wieder nach. Also nicht viel Aufregungen hat man mit diesem Mann. Wieso, Mann? Ein saudummen Klarinett muss ich mir ganz Taschengeld hergeben. Morgen? Wieso? Ach so, guten Morgen, ja. Haben Sie vielleicht Pulswärmer? Pulswärmer? Ja. Pulswärmer. Er fragt, darf es nicht sein. Was fragt? Pulswärmer bin ich doch. Pulswärmer? Müsste einen Moment, ich frage mal meinen Chef. Der Mann draußen, der will Pulswärmer haben. Aber von einem Frack will er absolut nichts wissen. Was? Der fängt jetzt schon wieder an mit dem Frack. Ja, wieder? Was heißt wieder? Was hat denn immer mit dem Frack? Der will so Pulswärmer haben. Ne? Ach so, Pulswärmer. Ja, ausgerechnet aber Pulswärmer, die wir nicht haben. Ja, sie haben ausgerechnet nicht. Pulswärmer. Naja, dann muss man ihm halt was anderes verkaufen. Herr Klarinett, wer hat gar nicht mehr Pulswärmer? Geh hör auf. Ich mach schon alleine. Bleib herin. Das kann ich nicht. Nein, das brauch dich nicht. Jetzt werde ich dir mal zeigen, wer ein guter Verkäufer ist. Kommt gar nicht in Frage. So. Guten Tag. Ja, habe die Ehre. Ich habe gehört, der Herr möchte Pulswärmer haben, ja? Ja, aber ich bitte Sie, mein Herr, Pulswärmer, das ist so eine Sache, Sie sind ja vollkommen veraltet. Was? Wer, ich? Nein, ich meine... Schauen Sie, wer trägt denn heutzutage noch Pulswärmer? Kein Mensch, glauben Sie mir. So? Kein Mensch, überhaupt ein Mann wie Sie in den besten Jahren, das wäre ewig schade, wenn Sie Pulswärmer tragen würden. Schauen Sie, da will ich Ihnen auch noch sagen, nach den neuesten medizinischen Beobachtungen ist festgestellt worden, dass das Hauptzentrum der körperlichen Wärmezufuhr im Bauch sitzt. Bei Ihnen sogar im Leibe. Ja, es wäre wirklich schade. Also darum heißt es ja auch, wie schütze ich meinen Leib? Oder, medizinisch gesprochen, schütze deinen Leib, solange er warm ist. Und darum muss ich Ihnen etwas geben, wo Sie sich wirklich nicht erkälten können. So? Also etwas, was gebe ich Ihnen denn gleich? Was drehe ich Ihnen? Ah, was verkaufe ich Ihnen denn da gleich? Da habe ich ja was. Da hätte ich ja was. Da schauen Sie. Da habe ich etwas ganz Ausgefallenes für Sie. Eine Weste. Und noch dazu eine karierte Weste. Die werde ich Ihnen mal zeigen, mein Herr. Ja. Entschuldigen Sie bitte einen Augenblick, ja? Ja, bitte. So, jetzt werden wir mal schauen. Ja? Jetzt. Warten Sie, machen wir das aber so. Na. Das ist aber ein schönes Stück. Ich glaube, sowas hat der Herr noch nie getragen, sowas Schönes. Da schaut ihr, wie die Weste passt. Ausgezeichnet passt sie. Also ihr Bauch ist wie angegossen für diese Weste. Das kann ich Ihnen sagen. Ja. Jedes Karo sitzt wie ausgezeichnet. Und dabei nur 4,75 Mark Pfennige. Ja, Fairpreis wird. Also die Weste nehme ich auf jeden Fall sofort. Die nehmen Sie, ja. Die Qualität von der Weste. Die nehmen Sie, ja. Natürlich. Ja. Ja, 4,75 Mark Pfennige, mein Herr. Das werden Sie nicht bereuen. So, ich danke schön. So? Danke vielmals. Bitte schön. Das werden Sie nicht bereuen, dass Sie die Weste gekauft haben. Bestimmt nicht, habe ja, gerne. Ja, wenn Sie wieder was nötigen, ich danke schön, mein Herr. Danke schön. Ja. Hast du gesehen? Du hast so nichts gemacht. Die karierte Weste sind genug los. Und die 50 Mark auch. Was für 50 Mark? Die, wo ich aufheben hätte sollen, die habe ich in die karierte Weste, in die Täschel gesteckt. Und du hast es verkauft. Um Gottes Willen, wir sind die beiden Schweinsachsen. Aber um Gottes Willen, Herr Bechkopf, Ihre Frau ist ja ohnmächtig. Da machen. Dann trägt das eine Schweinsachsen wieder zurück.